Und damit ein herzliches Willkommen zum allerletzten Part von Rune Factory 3 Special. In diesem Part gucken wir uns ein paar DLC-Episoden an. Wir werden uns zwei oder drei raussuchen und dann mal gucken. Eine weitere Episode, ja. Ich meine, wir haben ja viele Fan-Favorites, ne? Ich weiß, wir werden uns auf jeden Fall das hier angucken. Die weitere Episode von Sophia. Ich überlege, wen wir davon angucken. Wen finde ich noch am interessantesten von den weiteren Episoden? Naja, wir gucken uns erstmal Sophia an und dann mal gucken, wie sie entwickeln. Wie lange die gehen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. So, weitere Episode beginnen. Ja, los geht's. Eine weitere Episode Sophia. Grund zur Beunruhigung? Ach, das ist ja niedlich gemacht. Guck mal an. Kann ich mir X angucken? Nee? Nach unserer Hochzeit folgte glückliche Tage und kurze Zeit später kam das Kind. Das wir uns immer gewünscht hatten. Ah, nein, ich wollte ihn vorspulen. Schließlich mussten wir uns noch auf den Tag warten, an dem unser Kind das Licht der Welt erblicken würde. Aber etwas lastete dennoch schwer auf mir. Oh, ich muss los, Sophia. Sagt Mika. Das bin nicht wir, ne? Wir haben ja keine Kinder. Willkommen zu Hause. So verabschiedete ich mich jeden Morgen von ihm, wenn er zur Arbeit ging. Sophia, du hast dich selbst getroffen. Das ist so lecker. Ja, es ist schon ziemlich eklig. So unterhalten wir uns immer beim Abendessen. Wenn jemand uns zuhören würde, wirkt es sicher völlig zusammenhangslos. Aber für uns war es total logisch. Das liegt daran, dass ich so einen verwirrenden Tick habe. Immer sage ich immer das Gegenteil von dem sage, was ich meine. Das mache ich, seit ich ein Kind war. Ich wollte einen Weg finden, Lügen zur Wahrheit zu machen. Ich beschimpfe unabsichtlich meine Schwester und wünschte, es wäre eine Lüge gewesen. Seitdem pflege ich immer das Gegenteil von dir zu sagen, was ich meinte. Zum Glück kennen hier alle meinen Tick und gehen ganz normal mit mir um. Trotz meiner Angewohnheit komme ich gut klar. Aber wenn ich neue Leute kennenlerne, sind sie immer ziemlich verwirrt. Sowas auch, als ich ihn kennengelernt habe. Ich war ganz überrascht, als eines Tages über die Schulter zuckte und sagte, so bist du nun mal. Er akzeptierte mich, wie ich war, einschließlich meines Ticks. Ich bezweifle, dass es mit unserem Baby so einfach sein wird. Alle waren so nett und haben sich um mich gekümmert. Wenn ich Hilfe brauche, jetzt bin ich dran und muss mich um mein Kind kümmern. Ich nehme an, dass mein Tick es dem Kind schwer erschweren wird, sprechen zu lernen. Oder noch schlimmer, es wird mich wahrscheinlich nachahmen. Wenn mein Kind den gleichen Tick entwickelt und ich im Gegenteil spricht, ich weiß nicht, was ich dann mache. Wie geht es dir heute, Sophia? Lass uns auf einen Spaziergang. Eines Tages grübelte ich über mein Dilemma, als er mich zu einem Spaziergang einlud. Das ist ja eine furchtbare Idee, ich meine, eine tolle Idee. Beim Sprechen musste ich mich konzentrieren, um die richtigen Worte zu sagen und meinen Tick im Zaum zu halten. Überrascht blinzelte er, aber er sagte nichts und begann sich fertig zu machen. Was für ein hässlicher, wunderschöner Ort. Im nahen, gelegenen Wald setzte ich mir auf eine besondere sonnige Lichtung. Eine leichte Brise wehte und verursachte ein angenehmes Gefühl auf meiner Haut. Wegen meiner Schwangerschaft war unser Spaziergang nur kurz und wir hielten oft an. Aber die frische Luft und die Sonne war genau das, was ich brauchte. Ha, hier, für dich. Wann hatte er uns dann einen Snack gemacht? Ich konnte es nicht sagen, aber er hatte es vollbracht. Ein paar leckere Kekse. Irgendwie ist es mir peinlich, aber seit Beginn meiner Schwangerschaft hat mein Appetit wirklich zugenommen. Nicht, dass er vorher besonders klein war. Natürlich wusste er das. Er versorgte mich immer mit süßen Snacks, wie mit diesen Keksen. Sehr lecker. Süß und knusprig und so lecker. Natürlich konnte das Baby noch nichts schmecken, aber dann hat mir gesagt, dass er meine Gefühle beim Essen von leckeren Sachen spüren konnte. Ach ja, das Baby. Als ich am Keks klapperte, musste ich an das Kind denken. Und so auch an mein Problem. Und bevor ich es mir ansah, kam mir ein Seufzer über die Lippen. Ich hoffte, dass er es nicht gemerkt hatte, aber er war einfach zu aufmerksam. Er schaute mich besorgt an. Sophia, alles in Ordnung? War das Spaziergang so anstrengend? Ja, nein. Ich wollte es richtig sagen, versuchte mich auf die Worte zu konzentrieren. Aber was mir über die Lippen kam, war unbeholfen und verwirrend. Ach, dann machst du dir wegen irgendwas Sorgen. Falls du es mir erzählen willst, hör dir gern zu. Er starrte mich unumwunden an, mit einem Blick, der alle Barrieren niederriss, die ich um mich herum aufbauen wollte. Sein Blick konnte ich nicht verheimlichen. Und nicht nur das, doppelte Last meiner Schwangerschaft und meiner unaufhörlichen Angst zog mich allmählich herunter. Also? Ich holte Luft, erklärte ihm, warum ich mir meines Ticks wegen Sorgen machte. Ah ja, das Kind könnte sie ja haben. Ich stellte mir vor, wie es wäre, ein Kind zu haben, das mir so antwortet, wie ich selbst redete. Wenn ich sage, dass ich das Kind liebe, grinst es und antwortet, ich hasse dich. Und wenn ich etwas essen gehe, Nacht mache, sagt er mir, das ist eklig ins Gesicht.
Je länger ich darüber nachdachte, desto betrübter wurde ich. Ich spürte, wie mir die Tränen kamen, aber ich schluckte sie herunter. Ich persönlich finde das nicht schlimm, wenn du meine ehrliche Meinung willst. Was? Überrascht blinzelte ich. Ich bin es schon gewohnt, dass du so redest, deshalb finde ich es nicht besonders schlimm. Da war etwas dran. Ich sagte regelmäßig und fröhlich, ich hasse dich und das ist eklig zu ihm. Und in der Stadt hat auch niemand ein Problem mit. Sie kennen dich doch alle. Aber was, wenn jemand gerade erst kennenlernt? Dann sind die Leute schockiert. Ich will nicht, dass unser Kind deswegen leiden muss. Dich haben wir doch auch alle unterstützt, Leute, Sophia. Wir müssen einfach nur das Gleiche fürs Kind machen und für es da sein. Wirklich? Würde ich dazu in der Lage sein? Außerdem kennen wir uns noch gar nicht so lange und sieh uns jetzt an. Entspann dich einfach. Es wird schon alles gut. Du wirst es sehen. Er streckte seine Hände aus und drückte meine ganz sanft. Und er hatte recht. Als ich klein war, waren mein Papa und Evelyn für mich da. Und jetzt ist er immer für mich da. Ich kaute auf den Keks und versuchte verzweifelt die Tränen zurückzuhalten. Er sah mich mit einem Grinsen an, das mir verriet, dass er mich durchschaut hatte. Ach, Sophia, wie schmecken die Kekse? Ich habe mir beim Backen echt Mühe gegeben. Er sah mich an. Die sind eklig, ich will die nie wieder essen. Nee, furchtbar. Meine Gedanken waren woanders und ich antwortete automatisch. Mist, ihr habt es wieder gemacht. Schnell hielt ich mir die Hand vor den Mund. Ich habe eine Art, wie du redest, nicht auszusetzen. Es mag seltsam sein, aber ich weiß immer genau, was du meinst. Und wie verschenkte er mir ein sonniges Lächeln. Versteht er mich etwa wirklich so gut? Sanft legte ich die Hände auf meinen runden Bauch. Es wäre eine Lüge zu behaupten, dass er mich überzeugt hatte, aber ich wollte alles tun, was in meiner Macht stand, um unser Baby glücklich zu machen. Meine Redeweise machte alles komplizierter, aber im Grunde machte sie es auch schwieriger für mich zu lügen. Und vielleicht war es gar nicht so schlimm, ab und zu andere Leute zu verwirren. Zumindest war ich so einzigartig. Alles würde gut werden, mein Baby konnte jederzeit kommen und ich war bereit. Meine Stimmung hatte mich aufgehellt und ich knapperte an einen weiteren Keks. Er sah mich an. Eine Frage hing in der Luft. Macht er sich auch wegen etwas Sorgen? Sophia? Du hast meine Kekse auch gegessen. Tja, ich bin eben satt. Ende. Schön. Gut. Wollen wir Raven nehmen? Ist ja ein Fan-Favorite von euch, ne? Machen wir mal. Gucken wir uns mal an. Eine weitere Episode. Ein ganz normaler Tag. Es wurde übrigens leider, dass ich rüberrede, aber ihr könnt es auch selber runterladen, wenn ihr wollt. Die Geschichte handelt von einem ganz normalen Tag. Morgen, Raven. Morgen. Ich habe noch nicht ganz wach, aber wie immer machte ich für uns Frühstück. Ha, du hast heute aber gute Laune. Er schenkte unser Baby ein Lächeln. Das Baby lächelte zurück. Er lächelte so oft, dass es schwer zu glauben ist, dass es meins ist. Einmal habe ich meinem Mann gesagt, dass unser Kind mehr nach ihm kommt als nach mir. Und darauf antwortete er, wirklich? Ich finde, das Baby kommt viel mehr nach dir. Ihr habt das gleiche Lächeln. Er wirkte ziemlich verdutzt. Vielleicht ist es einfacher, in seinen Kindern die Eigenschaften vom Partner zu sehen. Ich weiß es nicht. Fertig, essen wir. Oh, Pfannkuchen, ich kann es gar nicht abwarten. Mit Enthusiasmus stürzte er sich auf sie und biss in einen hinein. Dieser Gesichtsausdruck, der Ausdruck von Freude auf sein Gesicht vertrieb jeden Morgen die letzte verbliebene Müdigkeit. Ach nein, nein, nichts für dich. Mit neugierigen Fingern hatte unser Kind versucht, sich die Pfannkuchen meines Mannes zu stibitzen. Das will wohl jemand mitessen. Wir können zusammen frühstücken, wenn du etwas größer bist, Krümel. Er schob seinen Teller außer Reichweite. So lief es seit der Geburt des Babys. Irgendwas war immer während des Frühstücks. Ich nehme an, dass es noch schlimmer wird, wenn das Kind größer wird. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Fast freute ich mich darauf. Nach dem Frühstück war es Zeit, dass wir zwei uns von meinem Mann verabschiedeten. Er musste zur Arbeit. Bis später. Pass auf dich auf. Unser Krümel saß in meinen Armen und winkte ungeschickt mit einer Hand. Tschüss. Wie jeden Morgen zauberte das Winken ein Lächeln auf sein Gesicht. Mit offensichtlichem Widerwillen wandte er sich ab und ging zur Arbeit. Eigentlich arbeite ich in der Schmiede, aber geil, es hat darauf bestanden, dass ich eine Weile zu Hause bleibe. Ich hatte erwartet, dass mir langweilig sein würde, aber mit einem Baby und Hausarbeit gab es mehr zu tun, als ich gedacht hätte. Heute ist schönes Wetter, vielleicht wasche ich heute. Es war ein schöner sonniger Tag, perfekt um die Wäsche draußen trocknen zu lassen. Ich ging nach draußen mit einem Korb voller feuchter Wäsche in den Händen. Unser Kind watschte hinter mir her. Ah, holst du mich ab? Das ist aber lieb von dir. Ich hatte fast alles aufgehangen, als ich auf der anderen Seite die flatternde Wäsche eine Stimme hörte. Überrascht trug ich die Wäsche zur Seite und sah, wie mein Mann schon nach Hause kam. Unser Kind saß zufrieden auf seiner Hüfte. Hui, hui. Er hielt unser Kind hoch über seinen Kopf und beide kicherten fröhlich. Der Anblick wärmte mir das Herz. Ich hatte das Gefühl, dass ich strahlte wie die Sonne an einem perfekten Waschtag. Wir erledigten die restliche Hausarbeit und bevor wir uns versahen, war die Sonne untergegangen. Puh, war heute nicht ein toller Tag? Als er mit tropfenden Haaren aus dem Bad kam, winkte er angenehm erschöpft. Ach, die Bettwäsche hier fühlt sich total frisch an. Frisch gewaschen, oder? Mit einem Plumps ließ er sich aufs Bett fallen und rollte sich hin und her. Ein zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht. Ich war froh, dass ich mir die Mühe gemacht hatte, die Bettwäsche zu waschen.
Da steht immer jemand. Tja, wie ein Baby. Er warf einen kurzen Blick auf unser Kind, das neben ihm auf dem Bett lag. Das Kind musste von vielen Spielen erschöpft sein, oder vielleicht war die Bettwäsche einfach zu verführerisch. Das Kind schlief jedenfalls tief und fest. So was Niedliches habe ich noch nie gesehen. Nein? Unser Baby war herzallerliebst. Jeden Tag betrachte ich es und mir wurde bewusst, was für ein Glückspilz ich war. Es war unmöglich zu wissen, ob jemand wie ich ein Kind richtig erziehen konnte. Schließlich war ich nur zur Hälfte ein Mensch. Aber täglich machte mir das Kind solche Freude, dass meine Zweifel weniger wurden. Ich will alles für das Kind tun, was in meiner Macht steht. Raven. Mit sanftem Blick und ausgestreckter Hand sagte mein Liebster meinen Namen. Ich ging hinüber und legte mich neben ihn. An dem Geschmied erinnerte ich mich an den Wunsch, dass mir niemand zu nahe käme. Ich hatte solche Angst, allein zu bleiben, dass sich niemand an mich ranließ. Damals hatte ich völlig vergessen, wie schön und beruhigend es war, jemand an seiner Seite zu haben. Und jetzt will ich, dass dieses Glück für immer währt. Guten Nacht, Raven. Nacht. Ich bin mir sicher, dass es auch morgen wieder ein ganz normaler, wunderbarer Tag sein wird. Ende. Oh. Das ist schön. Das ist niedlich gemacht, ne? Ja. Ich denke mal, wir belassen uns bei den zwei Episoden. Es ist halt... Dieser Stil, der erinnert mich ein bisschen an so eine... An so eine Gratis-Software im Internet, wo man halt irgendwelche, in Anführungsstrichen, Mangas zeichnen kann mit. Auch wenn es das wahrscheinlich nicht ist, aber weiß ich nicht. Nun gut. Ich denke mal, die anderen Episoden könnt ihr euch alle auch noch zu Gemüte führen. Es ist gratis runterzuladen. Und das war's auch mit diesem Let's Play tatsächlich. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gebracht, das Spiel zu spielen, vor allem den normalen Story-Modus. Ich fand halt nur schade, dass es halt kein Dungeon so wirklich gibt, außer die Orte halt mit den Bossen. Aber habe ich alles schon erzählt. Wir werden hoffentlich in Zukunft sehr viel noch zu Rune Factory sehen. Rune Factory 6 wurde angekündigt, dann noch ein Rune Factory Spin-Off im asiatischen Stil. Da bin ich so sehr gespannt drauf, was das damit auf sich hat. Das erinnert mich ein bisschen an Zelda, so Breath of the Wild und so, oder Tears of the Kingdom. Da habe ich mega Bock drauf. Mal gucken, was das wird. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun habt, ne? Abonnieren. Richtig. Nee, würd mich wirklich freuen, wenn ihr abonniert, um zukünftige Projekte nicht mehr zu verpassen und direkt in die Abo-Box gespült zu bekommen, damit ihr es wirklich an Tag 1 genau mitbekommt. Weil ich weiß, wie es ist. Manches Mal ist es so, dass man Spiele nicht immer sofort auf dem Schirm hat und plötzlich, boom, Abo-Box, ein Spiel, wo ihr denkt so, okay, das ist jetzt raus, jetzt kann ich es mir kaufen. Manchmal hat Erinnerungsstütze, ne? Und ihr wisst ja, ich bin ein großer Rune Factory-Fan, daher lasse ich mir das nicht, auf jeden Fall nicht entgehen. Und ja, das war's mit Rune Factory 3 Special. Ich bedanke mich bei euch allen fürs dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und dann sehen wir uns hoffentlich, würde mich sehr freuen, in einem anderen Projekt wieder. Nein. Doch, ich hoffe. Doch, ich hoffe wirklich. Bis dann. Haut rein und tschüss.